Hero in the House. Ich liebe diesen Ort. Wir können chillen, du kannst dich umziehen oder deine Fahrzeuge stylen. Oder du kannst tun, was du sonst so tust, wenn du nicht gerade fährst. Ich weiß nicht, es muss da noch andere Sachen geben. Das Haus ist groß. Ich meine, sieh dich einfach um. Ja, letztes Mal waren wir auch schon hier und somit herzlich willkommen zurück zu The Crew 2. Neue Objekte zur Anpassung, okay. Ich will halt natürlich manchmal nicht so lange hier in dem Haus chillen oder so. Genieße sie, du hast deinen Inhalt erfolgreich eingesammelt. Aha, okay. Es ist halt dann vielleicht für manche Leute ein bisschen langweilig. Manche interessiert es dann doch irgendwie so ein bisschen. Story-Belohnungen. Achso, da kann man so reinschauen. Ah, okay, da sieht man die ganzen Videos, theoretisch, wenn man sie schon an dem Punkt war. Ja, deshalb schaue ich mir auch nicht immer alles so genau an. Wie ist der eigentlich mit dem Wagen hier reingekommen? Es scheint ja jetzt nicht so. Alter, voll die geile Aussicht. Was geht denn jetzt ab? Ja. Es gibt ja ein paar Leute, die finden es manchmal ja so ein bisschen langweilig bei einem Rennspiel. Da soll natürlich Rennen gefahren werden. Aber wir schauen jetzt zuerst noch ganz kurz um. Mich interessiert es wirklich. Ah, okay, hier haben wir so einen fetten Aufzug. Aber auch ein bisschen. Boah, mit dem Mustang hier durch. Vielleicht hier durch. Schon ein bisschen eng, Leute. Ist ja schon eine große Karre. Und dadurch. Aber, na gut, irgendwie haben wir es geschafft. Ohne Schrammen. So, im Kühlschrank gibt's nix. Hier steht auch noch alles rum. Ja, es fehlt halt eine Frau im Haus. Ansonsten kann man hier überhaupt was groß machen. Ich denke mal, man kann vielleicht... Kann man nicht schlafen gehen, so dass es irgendwie Nacht wird oder so? Nö, okay. Ja, dann kann man gar nicht so viel machen. Ich denke, es geht halt auch mehr darum, im Menü irgendwie was zu machen. Dann würde ich mal sagen, wir laufen jetzt mal kurz hin und... drehen eine Runde. So, wir können zum Beispiel anpassen, wobei ich denke, hier Farbe, Verzierung. Können wir mal das hier machen, Farben. Jetzt haben wir hier richtig viele Farben. Konnten ja das letzte Mal nur ganz wenig machen, ja, so ein bisschen chrommäßig. Aber ich weiß ja nicht, in welcher Farbe der Mustang sein soll. Sieht in Blau cool aus, in Rot auch. Das Gelb ist so ein bisschen, obwohl... Der Motorhaube sieht zu knallig aus. Auf der rechten Seite sieht es eigentlich ganz gut aus. Orange wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich habe absolut keine Ahnung, in welcher Farbe ich das machen soll. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, was für eine Farbe. Vielleicht auch Metallic, Chrom, Matt oder so. Und dann die Farbe dazu. Eloxiert gibt es auch. Schillernd. Ja, das sieht halt auch geil aus. So lila und dann eigentlich weiter hinten ist schon so bläulich, aber wenn man dreht, ist schon wieder lila. Das sieht schon cool aus. Hier gibt es verschiedene schillernde Töne. Das ist eher so gelb-orange mäßig. Das hat auch was. So ein bisschen Navy-grün. Oh, das sieht eigentlich geil aus. Rot-orange. Das sieht geil aus. Oh, das kostet so viel Geld. Okay, komm. Das sieht schon geil aus. Wir kriegen sogar ein Achievement, bringt Farbe ins Spiel. Ändere die Farbe eines Fahrzeugs zu Hause. Was gibt es hier hinten noch? Ach, kürzlich. Okay. Verzierungen. Exklusiv Top 100. Okay, da gibt es auch so verschiedene aktuell. Freunde. Gehen wir mal in die Top 100 rein. Hier zum Beispiel auch ganz normale Rallye-Streifen. Genau, ein bisschen schräg. Die sind beide schräg. Guck mal, der ist ein bisschen weiter rechts. Und er ist weiter links. Oh, bei der könnte sogar mittig sein. Kann man es hier leider schlecht sehen. Die machen alle dasselbe irgendwie. Aber nun gut. Ich lasse ihn jetzt mal. Das kann ich mal so machen, auch ohne Aufnahme oder mal so ein bisschen schauen. Eigentlich war uns... Oh, aussehen. Motorhaube. Alter, gibt es 12 Motorhauben. Okay. Also was Großes sieht natürlich geil aus. Kann ich das schon kaufen, oder? Also nicht, dass sie irgendwie gar nicht freigeschalten sind. Hier sogar in Chrom nochmal alles. Das sieht natürlich auch geil aus. Wobei, beim Mustang finde ich es gar nicht so toll. Muss ich ehrlich gestehen, ich fand das hier geil. Oder das da? Ich finde es schade, dass ich nicht weiter raus kann. Ah doch, hier.
Aber das kann ich nicht umschalten. Dann würde ich, glaube ich, das hier machen. Oh, hier, Leute. Ich gebe gleich mein ganzes Geld aus und nur für das Aussehen. Oh, sorry. So, Stoßfänger. 1 von 30, Alter, was gibt's denn hier alles? Okay, ja, macht's noch gar nicht so viel. Eher den Kühlergrill. Irgendwas, das wäre in der Boxen drin. So rein von dem Muster her. Hier unten, ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Unten wird auch dann was am Grill geändert. Dann wird hier oben wieder mitgemacht. Sieht auch nicht schlecht aus, wenn das so in schwarz der untere Teil bleibt. Wieder oben. Das ist ein ganzes Bodykit. Ah, hier ein kleines White Body. Das ist natürlich geil. Da gibt es viel zu viele. Und jetzt hier wieder innen drin. Okay, hier verchromt alles. Ah, ja, das finde ich fast ein bisschen zu viel. Also beim Mustang finde ich es jetzt zu viel. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt ist nur die Frage, sollen wir so machen? Oder so? Ist so eine Frage, ich weiß es nicht. Das sieht fast ein bisschen cooler aus. Und dann hier, das, nee, das lasse ich, glaube ich, weg. Also hier eigentlich quasi Standard. So, die Felgen. Oh, 83, Alter. Ich kann ja jetzt nicht 83 Felgen durchgehen. Da wäre es geil, wenn es so eine kleine, oh, hier gratis. Achso, das ist offiziell. Es wäre geil, wenn es da so eine kleine Liste oder so geben würde. So ähnlich wie bei Forza, also unten rum, dass man so, keine Ahnung, 6, 7, 8 Felgen auf einmal sieht. Oh. Wohl der Twister drin. Ja, wobei das jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht aussieht. Wir könnten hoffentlich, wir können die Farbe natürlich noch ändern und also in derselben Farbe, da werde ich gar nicht richtig hinkommen. Lasse ich mal so gräulich. Felgengröße, natürlich groß. Ganz groß. Machen wir eins kleiner. Hier machen wir auch. Dicke Schlappen drauf, eins kleiner mal. Okay, die Tieferlegung gibt es vielleicht ein anderes Mal. Bremssattel. Das Problem ist, hier bekommt man jetzt den Farbton wohl nicht richtig hin. Das könnte, glaube ich, ganz gut sein. Oh, es hat, glaube ich, nicht mal was gekostet. Natürlich ganz cool. Oh, ich gehe wieder zurück. Sorry, Leute. So, Außenspiegel. Okay, werden nur verchromt. Finde ich jetzt nicht so mega. Hier wird auch verchromt. Ich denke mal, bei anderen Wagen gibt es da noch mehr. Okay, das ist der Originale. Ein kleiner, nee. Boah, bisschen groß. Verändern vielleicht der hier. So, dann den Stoßfänger hinten. Das Schwarz sieht eigentlich cool aus, aber dann so, das sieht ein bisschen seltsam aus, finde ich. Könnte aber jetzt vielleicht auch sein, gerade bei, das Chrom sieht wieder gut aus, aber es kommt so ein bisschen auf die Farbe drauf an. Dadurch, dass ich jetzt so was Rötliches drin habe und man die Bremsleuchten nicht richtig sieht, sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus. Bei Schwarz oder so, oder bei Blau, keine Ahnung, wird es vielleicht sogar gut aussehen. So, da hinten, oh, die Auspuffanlage wird auch geändert. Ach, hier in der Mitte schon ein dicker. So, hier haben wir so eine fette Anlage. Oh, wir haben auch, glaube ich, wieder an den Flügeln kleiner White Body reinbekommen. Hier nochmal dasselbe mit Chrom. Hier mit den... ich würde theoretisch den nehmen. Habe ich vorne auch Chrom? Vorne habe ich auch ein bisschen Chrom. Da kann man das auch mal so reinmachen. So, was gibt's noch in den Raum? Ah, okay. Kann man eine Farbe machen? Okay, das knallt schon so ein bisschen. Aber eigentlich wird es fast ein bisschen passen. Richtig geil, dass man hier noch die Innenfarbe machen kann. Aber man hat halt nicht viele Farben. Die Frage, Standard Schwarz, weil das Rot knallt schon so ein bisschen. Ich würde dann Standard Schwarz lassen. So, dann natürlich zum Wichtigsten. Jetzt sieht er schon mal ein bisschen cooler aus. Bisschen Tuning habe ich ja letztes Mal gezeigt. Man kann hier bei den ganzen Rennen tut man diese
Pakete freischalten und dann kann man hier halt immer weitere Sachen freischalten. Mehr an Tuning gibt es an sich gar nicht. Sehe ich hier, guck mal, da blinkt noch was. Bessere Auspuffanlage können wir reinbauen. Hier Höchstgeschwindigkeit plus 3, 6 PS mehr auf die 0 bis 100 km/h, 0,1 Sekunden schneller. Viertelmeile auch 0,1 schneller. Bremsweg auch weniger. Okay. Wo es eigentlich auf Leistung ging? Naja, ja, okay. Ja, die anderen Sachen haben wir halt jetzt noch nicht viel ausgewählt. Deshalb würde ich eben auch mal sagen, das war jetzt ein kürzer Part an sich, aber im nächsten Part düsen wir gleich los.